frühmorgens in Eckernförde an der Ostsee. Die Fischer sind mit ihren Kuttern gerade von draußen zurück und verarbeiten den ersten Fang des Tages. Das wissen natürlich auch die Möwen und nutzen ihre Chance, wann immer der Fischer gerade mal nicht hinschaut. Wenn also selbst die Möwen erkennen, wie gut sie es hier kulinarisch haben, kommt man in Bezug auf diese Stadt relativ schnell auf einen Gedanken. Wisst ihr, was ich mich frage? Wann sich Eckernförde endlich in Schleckernförde umbenennt? Ganz im Ernst, das ist ja unglaublich, was man hier so alles naschen und schlecken und verspeisen kann. Wie zum Beispiel Currywurst im Glas. Sagt man da jetzt Prost? Ja. Können wir machen, oder? Das ist so üblich, ja. Prost. Es ist ohne Frage eine Stadt für Genießer. Nicht zuletzt wegen der Eckernförder Bonbon-Kocherei, in der es dem Namen entsprechend nicht nur viel zu naschen, sondern auch vor allem zu gucken gibt. Und diese drei Zutaten, die arbeite ich jetzt hier schön in den Teig ein. Hermann Hinrichs, das klingt nach einem Traumjob. Den ganzen Tag naschen und damit auch noch Leute glücklich machen? Ja, das ist ein Traumjob. Es ist wirklich so dicht am Kunden zu sein, das bringt einfach Spaß. Und was sind so die Renner? Was läuft hier richtig gut naschmäßig? Also unsere Sprotten sind schon ein Renner, aber noch besser sind die Himbeerbonbons. Das ist wirklich unser meistverkaufter Fruchtbonbon. So, als ernstzunehmender Reporter muss ich da natürlich auch mal selber probieren, ne? Ja. Um ein Bild machen zu können. Das kriegen wir hin. Das finde ich gut. Ich darf mir sogar ein ganzes Tütchen voll machen. Und damit nicht genug, direkt neben der Bonbon-Kocherei befindet sich mit dem Schokoladen noch ein weiteres Süßigkeitenparadies. Für erwachsene Leckermäuler gibt es in Eckernförde die unverschämt gut riechende Kaffeerösterei. Und die Clara Hof-Destillerie mit hochwertigen und vor allem selbst hergestellten Spirituosen. Hier wird gerade Gin produziert, der Verkaufsschlager schlechthin. Bleibt letztlich nur die Frage, wie man nach all dem Rundumgenuss hier beim Urlaub in Eckernförde nicht am Ende kugelrund wieder nach Hause fährt. Wie gut, dass sich mit den Hüttener Bergen gleich um die Ecke ein Naherholungsgebiet befindet, in dem man die Genießerpfunde wieder loswerden kann. Zum Beispiel beim Wandern oder Radfahren. Ja, oder wer es adrenalinreicher mag, der klettert einfach senkrecht eine Wand hoch, wie hier in der Globetrotter Lodge. Zugegeben, das ist eher was für Schwindelfreie. Hä? Das ist nicht verknotet. Aber die Anstrengung lohnt sich zum Glück, weil man oben mit einem wunderbaren Ausblick über die Hüttener Berge belohnt wird. Und wer vorgesorgt hat, findet in der Tasche vielleicht ja auch noch eine kleine Belohnung nach so viel Sport.